So, da wären wir wieder. Wir wollen jetzt zum Mars. Wir brauchen keinen Sauerstofftank, wir wollen keinen Sauerstoff verbrauchen, weil eine Atmosphäre da sein müsste. Richtig? Richtig. Benutze blauer Kristall. Oh, stopp. Wechsle zu Annie. Annie, gib Feuerzeug zu Zack, sonst hat er keine Möglichkeit, Licht zu machen. Seil behält sie für den Fall, dass Aliens kommen, Zack entführen, in die Verdummungsmaschine stecken und wir dann von hinten einbrechen müssen, um an das Ding wieder anzukommen. Wobei, das kann Zack auch machen, nachdem er verdummt wurde. Also gib Seil zu Zack. Okay. Wechsle zu Zack. Benutze gelber Kristall. So, teleportiere zu Gesicht auf Mars. Männlichkeitssymbol ist nix. Und Mars-Pyramide. Stopp. Da ist keine Atmosphäre. Nichts passiert. Okay, das ist gut. Sonst wären wir gestorben. Benutze gelber Kristall Mars-Gesicht. Da haben wir Atmosphäre hergestellt. Ja, sehr schön. Was Neues. So, Tür. Was ist? Plattform, Tür, seltsame Zeichen, Tür. Lies, seltsame Zeichen. Oder müssen wir da das Symbol hinschreiben? Wahrscheinlich müssen wir das Symbol da hinschreiben, was wir vorhin bekommen haben. Ja, okay. Rechtsklick, benutze gelber Buntstift mit seltsamen Zeichen. So, das war ein Sandwich. Oder ein Sub. Ich krieg Hunger. Du, da. Hier sind die Fleischbällchen. So, Zeichnung vollenden. Bam. Drei Türen. Ich will nicht schon wieder ein Labyrinth. Ich habe jetzt schon zig Schmierzettel mit Labyrinthen voll. Das muss nicht sein. Ah, ich mach mal schon einen Zettel. Stopp. Also ich male eine Plattform, male drei Türen. So, und gehe jetzt in die mittlere. Es ist dunkel, verdammt. Tunnel, Durchgang. Gehe zu Tunnel. Ist die rechte Tür vielleicht hell? Ah, nö. Was ist Tunnel? Durchgang. Ja, ich denke, ich bin jetzt in dem ultranervigen Labyrinth mit den ganzen Farben. Nur, dass wir keine Taschenlampe haben, sondern ein Feuerzeug, das immer wieder ausgeht. Was ist Tunnel-Durchgang? Nee, Jungs, das Spiel mache ich nicht mit. Ich gehe zu Durchgang. Ich werde jetzt einfach wahllos durch Türen durchgehen. Und wenn ich da nicht rauskomme, gehe ich halt nicht raus. Ich gehe immer nach links. Vielleicht klappt das hier irgendwie. Obwohl, ich habe eine Liste da. Also, stell dich nicht so an. Also theoretisch habe ich irgendwo eine Liste. Ah, hier. APYGBEYGBPPEGBPYE. Das ist der Anfang der Liste. Schalt ein Feuerzeug. Ah. Hier ist eine Sackgasse. Wir haben gelb. Gelb ist ganz links. Okay, es könnte Raum 3 sein. Dann kommt grün. Ja. Dann kommt blau. Ja, dann müsste jetzt pink kommen und dann Ausgang. Pink. Ausgang. Wir müssen bei gelb rein. Den kommen wir in Raum 1 ganz rechts raus. Gelb rein. Wir kommen ganz rechts raus. Jetzt müssen wir einfach nur noch links laufen und sind wir draußen. Autsch. Und jetzt ist schon das Feuerzeug zu heiß. Also sehr, sehr gut, dass ich diese komische Krüppelliste hier gemacht habe. Sonst wäre das nie was geworden. So, wir kommen auf den Mars. Zack.
Wo ist Leslie? Wechsel zu Leslie. Leslie ist im Labyrinth. Ja, Leslie muss jetzt aus dem Labyrinth raus. Sie ist jetzt in dem Raum. Sie würde gerne zu Pink rein. Dann ist sie im zweiten Raum. Bei Blau. Genau, da muss sie jetzt ebenso wie Zack bei Gelb rein. Und jetzt nur noch nach links laufen. Und da müssten die beiden sich gerade zum ersten Mal sehen. Dum, 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 dum. Tada! Hallo, Zack. Ah, ja, ist Zack. Willkommen auf dem Mars. Wurde ja auch Zeit, dass du kommst. Was zur Hölle? Ihr habt Monate gebraucht mit eurem komischen Omnibus. Immer mit der Ruhe. Ich war beschäftigt, die Erde zu retten. Das ist wohl wahr. Du bist Leslie, richtig? Richtig. Wo ist Melissa? Sie ist irgendwo auf dem Mars. Das ist eine sehr aussagekräftige Aussage. Wir haben viel zu tun, aber nicht viel Zeit, also Beeilung. Ja. Gib goldener Schlüssel zu Zack. Gib. Das sind zwei Münzen, ne? Lies Cashcard. $42. Lies Münzen. Zwei davon. Gib die verdammte Taschenlampe an Zack. So. Gib Leiter zu Zack. Wechsel zu Zack. Zack gibt das Feuerzeug an Leslie. Damit sie im Notfall was hat für Licht. Nö. Zack soll die Welt retten. Zack kriegt alles Zeug. Ist okay. Leslie kann jetzt ihren Helm ablassen. Hat Zack genug Geld für die Bahnfahrt? Das sind $200. Nasenbrille, Fanclubkarte, kleine Karte, Tapetenkarte, Cashcard. Lease, Cashcard. $1,237. Ja, das ist mehr als genug. Okay, das heißt, zieh an. Stopp. Wechsle zu Melissa. Melissa, zieh an Helm, weil da wird gleich so ein komischer Typ angelaufen kommen und die Tür von dem Bus hier aufreißen. Da wäre es praktisch, wenn du einen Helm aufhast. Also, Zack. Zieh an. Erst Sauerstofftanke. Zieh an Sauerstofftank. Zieh an. Glas abgedichtet. So, blub. Geh zu Ausgang. Das muss ein sehr mulmiges Gefühl sein für ihn. So, geh zu. Ne, öffne Raumbus. Geh zu Raumbus. Benutze Sauerstofffahren. So, wink Melissa zu. Geh wieder raus. Obwohl, warte mal, hat Melissa noch irgendwas? Helm, Cashcard, Recorder. Wechsel zu Zack. Geh wieder in den Bus. Klau der armen Frau ihren Recorder. Den gibt sie nicht weg, ne? Und ich kann Zack gar nicht auswählen. Nee, also sie lässt ihren Recorder nicht los. Das können wir knicken. Zack, geh wieder raus. Schließe Tür. Klack. Da lang. Haben wir hier drin noch irgendwas zu tun? Ich glaube nicht. Wir müssen jetzt einfach nur benutze Cashcard mit dem Schlitzding da machen. Benutze Cashcard mit Schlitz. Und theoretisch auch nur einmal, weil wir können uns ja jederzeit zurückteleportieren hierher. Eine Münze. Benutze Cashcard mit Schlitz. Eigentlich würde ich ganz gerne mich jetzt zurück nach San Francisco teleportieren und eine von den Münzen zum Pawnshop bringen. Benutze Münze mit Bahn. Das mache ich vielleicht nachher nochmal. Mal gucken. Weil wie viel Geld kriegt man denn bitte schön für ein Alien-Artefakt aus dem Mars? 15 Sekunden, okay. Also das sollte eigentlich was wert sein. Also nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch Geld brauchen, denke ich. Aber es wäre lustig, wenn sie es reinprogrammiert hätten.
Weil wer kommt schon da drauf? Außer mir. So, jetzt fahr los. Fahr darüber. Und dann können wir endlich gucken, was in der verdammten Pyramide ist. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, es wird noch ein Labyrinth sein. Da, da, da. Gehe zur Pyramide. Benutze Haarnadelschild mit Schlüsselloch. Als Riesendietrich. Zack. Kann ich das Haarnadelschild wieder rausnehmen? Klemmt im Loch fest. Okay. Ein Gegenstand weniger, dann sind wir dazu müde. Und wir haben wirklich eine neue Pyramide. Da sind ein neues Labyrinth. Da sind Augen oben drauf. Ich guck mal, ob es hier noch mehr Sachen gibt. Oh ne, ist gar kein Labyrinth. Oh, sehr schön. Gehe zu Durchgang. Da sind Fackeln. Das sieht genauso aus wie der Raum in Ägypten. Öffne Sarkophag. Scheint nicht aufzugehen. Oh, das lässt sich ändern. Benutze Schraubenschlüssel mit Sarkophag. Drahtschere mit Sarkophag. Klappt so nicht. Benutze Fernbedienung. Piep. Funktioniert auch nicht. Das Glas ist im Weg, okay. Ja, ne, geht nicht. Das heißt, wenn es wirklich so ist wie in Ägypten, dann müsste ich hier eigentlich einen Weg nach oben. Das ist alles. Das ist nicht gut. Hier ist ein gerader Strich. Gerader Strich im Mauerwerk heißt recht häufig, dass da ein Geheimgang ist. Aber wie kriegen wir es auf? Wahrscheinlich mit dem Rekorder. Wechsel zu Melissa. Du hast den Helm auf, richtig? Zieh an, Helm. Zieh an, Helm. Ich habe den Helm angezogen. Okay, öffne Tür. So, schließe Tür. Geh dahin. Nicht zu den Solarzellen. Also ich hoffe mal, das klappt jetzt so. Meine, du hast zwei Münzen, richtig, dass du wieder zurück kannst? Ich habe zwei davon. Die Bahn ist nicht da. Was zur Hölle? Wechsel zu Zack. Okay, warte. Drück Sarkophag. Nichts passiert, wenn ich hier drücke. Vielleicht probiere ich mal die Füße. Okay. Drück Sarkophagfüße. Okay, also sie muss doch nicht hierher. Was? Doch muss sie, weil es nur 2 Sekunden offen war. Okay, zack, gehen wieder zurück. Obwohl, warte. Wechsel zu Leslie. Zieh an Helm. Zieh an Helm. Hast du angezogen? Ja, hat sie angezogen. Geh zum Ausgang. So, Zack muss trotzdem zurückfahren. Das ist völlig Wumpe. Ja. Okay, wechsle zu Zack. Zack muss raus. Zack muss mit dem Bus, mit der Bahn da nach Hause fahren, zurückfahren. Dann eins von den Mädels einsacken. Eventuell beide. Ich glaube, ich nehme einfach beide mit. Was passiert, wenn Zack sich jetzt zurück teleportieren würde? Würde die Bahn hier ewig gestrandet sein? Wir können das Spiel nicht beenden? Wahrscheinlich. Mit einem Grund, warum man doch immer 2 von den Münzen haben sollte. Hm? Okay, also. Gameplan. Zack fährt zurück, kauft sich 2 Münzen. Beide Mädels stellen sich vor die Bahn. Haben 2 Münzen im Gepäck. Alle 3 Charaktere gehen in die Bahn. Und ich weiß nicht, ob alle 3 eine Münze bezahlen müssen oder nur eine. Also bei dem Bus in San Francisco musste jeder bezahlen, das ist klar. Aber da war auch ein Kontrolleur. Hier ist keiner. Also es könnte reichen, wenn nur einer bezahlt. Trotzdem, benutze Cashcard mit Schlitz.